Was Jugendpflege sowie Jugendausschuss in Edermünde auf die Beine stellen können, das hat man am letzten Wochenende gesehen. Nun schon zum 5. Mal wurde am Hahn in Edermünde gerockt. Bis tief in die Nacht spielten 7 Bands vorwiegend aus der Region Nordhessen ihre Songs auf der 40 Quadratmeter großen Bühne. Damit dieses Non-Profit-Konzert in dieser Art und Weise über die Bühne gehen kann, ist nicht nur die ehrenamtliche Arbeit der Jugendlichen gefragt. Ohne Sponsoren und ein gutes Werbekonzept wäre ein Eintrittspreis von 7 Euro nicht zu realisieren. Also ein sehr großer Sponsor ist natürlich die Sparkasse. Die ist auch jedes Jahr mit dabei, die hilft uns auch sehr viel. Und dann haben wir halt aus den Ortschaften, gehen wir halt zu den Gewerbegebieten hin und sprechen halt die Firmen selber an. Und ab 50 Euro geht das dann halt bis weiter hoch. Ja. Wir haben zum Beispiel in Kassel, legen wir Karten aus. Es gibt ja diese Stände und da machen wir unsere Karten rein. Und Autoaufkleber und Schule, Flyer, alles Mögliche. Flyer gibt es meistens auch schon ein halbes Jahr vorher, die wir verteilen. Die sind ja noch nicht mit Headliner und mit den ganzen Bands. Das wird dann so 2 Monate früher gemacht. Die Bands, die hier auftreten, bieten ihren Fans eine große Bandbreite von Musik. Ob Rock, Punk oder Indie, für jeden war etwas dabei. Schade, dass es am letzten Samstag mit dem Wetter nicht ganz hinhaute. Die Bands hätten mehr als nur die 500 Zuschauer verdient. Bis nachts um 2 ging die große Party am Hahn in diesem Jahr. Nächstes Jahr soll das Event auf 2 Tage ausgedehnt werden. Bands für dieses Event stehen jetzt schon in der Warteschlange. Also wir treffen uns eigentlich direkt nach Rock am Hahn schon wieder. Es läuft das ganze Jahr über. Wir machen eigentlich überhaupt keine Pause. Und in der Zeit bewerben sich halt schon viele Bands, auch schon während der Zeit für das nächste Jahr wieder. Und dementsprechend wählen wir halt dann aus und überlegen, was wir für einen Headliner nehmen, was gerade angesagt ist. Und dementsprechend wird das dann alles ausgewählt. Ein glückliches Händchen bei der Auswahl der Bands, das ist für den Erfolg von Rock am Hahn mit ausschlaggebend. Wenn dann auch das Wetter mitspielt, wird es ein unvergessener Event.